Ich hätte so schöne Beispiele bei der Hand mit Filmen, wo ich euch wissenschaftliche Filme zeigen kann, wo ich mit einigen schon gemacht habe. Und dann schauen wir die miteinander an. Das ist natürlich immer sehr zeitaufwendig, wenn wir ins Detail gehen. Dass du zuerst einmal feststellst, dass all diese ganzen Lehrer, ob das buddhistische Lehrer sind, das kriegt jetzt in dem neuen Update, wo ich heute noch nicht ganz fertig habe, aber fast. Weil ihr so bald gekommen seid. Ich bin ja schon seit 5 Jahren. Ich bin um 5 Uhr wach gewesen. Das ist meine Zeit meistens mit dem. Und jetzt ist es also so, dass also hier, wenn du die Filmchen machst, dass wenn du das erklärst, dass die alle immer ein bisschen recht haben. Aber was du feststellen wirst, was von allen abgeht, da wird so viel von Polarität, von hier und jetzt gesprochen, in allen esoterischen Lehren. Aber lebt es dir einer vor? Hau dich wirklich einen auf den Kopf auf, so wie es ich jetzt gemacht habe? Dass ich sage, verdammt, mach dir bewusst, was ist Wirklichkeit? Dieses ganze Geschwätz. Und dann nützt es auch nichts, wenn dann oberflächlich immer kommt, raumzeitlich gedacht. Das sage ich auch. Habe ich es begriffen oder habe ich es verstanden? Genau. Und die erste Stufe, wir hatten es gerade im Auto, in unserem Automatismus, wie wir hochfahren. Ich erwarte von dem Geist, der mir jetzt zuhört, dass das nach 10, 12 Jahren, wenn er Hondo Feeling in den Film studiert, dass er es begriffen hat. Begriffen heißt, dass das euch, dir, jetzt je nachdem, wie in was für Ebene ich gehe, dass dir das rational einleuchtet. Das heißt, du kannst es mittlerweile denken und es reibt sich in dir nichts mehr. Genau. Wenn du das als Materialist das erste Mal hörst, ist es ja heftig. Genau. Aber das wird mittlerweile zu einer, ich sag jetzt zu einer blauen Selbstverständlichkeit, du hast es begriffen. Und jetzt ist es aber was begreifen. Schau dir das Wort an. Geh reifen heißt, dein Geist reift noch. Okay? Und du greifst noch nach was, weil du hast es noch nicht verstanden. B, eine Polarität des Geistes muss noch in dir reifen. Okay? Spiegelfacettenexistenzen. Rei FN. Das reift und du greifst noch danach, weil du noch danach greifst. Wenn du es verstanden hast, dann ist es zu einer Selbstverständlichkeit, jetzt rot geschrieben, dann ist es zu einer roten Selbstverständlichkeit geworden. Und das ist das passiert. Wichtig ist, dass du das erste Mal, dass es nicht mehr unmöglich erscheint, sondern dass es hier in einem gewissen Maß für dich jetzt logisch erscheint, dann hast du schon die neue Logik, aber es ist immer noch ein Mechanismus, der jetzt zu einer Gewissheit werden muss, zu einer Selbstverständlichkeit. Und dann ist eben auch, dass du hier anschauen kannst, inwieweit ist hier noch, was ist meine Motivation, wenn ich jetzt das auch raumzeitlich gedacht, ich kann mich ja selber beobachten, inwieweit ich da wirklich noch davon ausgehe, wenn ich an jemanden denke, ob der da außen ist. Und jetzt wird euch vielleicht einleuchten und jetzt mache ich einen Sprung hier und jetzt gedacht, zurückgespult, Almener, 2002, 2003, wo der Udo steht und sagt, wenn ich jetzt einen Anruf kriege und die Polizei ist dran und sagt, meine Frau hat einen tödlichen Unfall, das ist mir so wurscht, als ob ich in China Fahrrad umfällt. Dann kann man wieder sagen, ja, dann liebt er die ja nicht. Ich sage, auf diese Ebenen des Udos würde ich mir für meine Frau so vor den Kopf abhacken lassen. Ich würde dazu alles für die tun. Ich liebe die über alles. Bloß was würde das verändern, wenn ich jetzt traurig bin? Stell dir die Situation vor. Ja. Diese Art von Angst und Ärger, das wäre vollkommen geistlos normal. Es wäre ein Automatismus, wenn der durchschaut ist. Es ändert doch nichts an dem, was ist. Und dir muss eins klar sein, da eine Person sowieso nicht überlebt. Und wenn die sich auflöst, löst sie sich jetzt auf. Und die kann nur jetzt wieder auftauchen. Und wenn die sich immer wieder wiederholt, wenn sich jetzt in dir Geist zum Beispiel immer wieder die Person Klaus oder Nadja wiederholt, dann hast du das bloß noch nicht durchschaut. Wenn du das vollkommen durchschaut hast, dann ist es weg. Verstehst du? Das wäre ja von Kaugummi rumkauen, das klingt jetzt, merkst du, mit normaler Moral, dass das die Falle ist. Aber jetzt pass auf, wenn wir jetzt ein Ehepaar zum Beispiel haben, wo wirklich Liebe dahinter ist, was ich ja in vielen Fällen habe, und dann kommt man ab einem gewissen Alter, wo ich jetzt noch nicht ganz habt, aber ich denke jetzt an meine Feddings oder an meine Donis, wo ich da immer angesprungen habe, die ja schon über die 60 dann gehen, dass ich dann immer wieder sage, pass auf Leute, die muss ans Klaus sein. Ich sage jetzt einfach mal Klaus, du kannst sie nur lieb haben, wenn du sie hast. Aber um sie zu hassen, musst du sie von dir abtrennen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du wieder eins wirst. Verlieren tust du überhaupt nichts. Und jetzt ist, wenn ich jetzt sage, ihr seid eine rechte und eine linke Hand, dann musst du wissen, das Einzige, was immer da ist, auch wenn du nicht an die zwei Hände denkst, bist du. Und du hast doch kein Problem, wenn du jetzt die ganze, wann hast du jetzt an deine Hände gedacht? Wenn du die brauchst, magst du die einfach wieder. Und wenn du jetzt meinst, du musst dich bemühen, immer die Nadja oder den Klaus am Leben zu halten, kannst du nicht mehr wachsen. In Ich bin du habe ich den Schönen, wo ich gesagt habe, du kannst nichts mitnehmen, wenn du auf die nächsthöhere Ebene willst, so wie aus der Matrix.
Du kannst nichts mitnehmen. Du kannst aus der Matrix nichts mitnehmen. Und wenn du aus dieser Matrix 2, das nenne ich ja Matrix 1, Matrix 2, wenn du aus der Matrix 2 rausgehst in die nächste höhere Welt, kannst du wieder nichts mitnehmen. Du kommst nackt und du gehst nackt. Was aber hier das Interessante ist, dass ich erwähne, ich bin du, dass du auf der höheren Ebene ja alles, was du willst, dir wieder machen kannst. Da bist du ja mächtiger. Da kannst du es dir ja wieder machen. Aber ich sag dir gleich, es ist wie mit der Pubertät, dass wenn du jetzt einen 7-, 8-Jährigen hast und du sagst, was er, wenn er groß ist, sich alles kauft, wenn er selber Geld verdient, dass du, wenn du selber Geld verdienst, wirst du dir das nicht mehr kaufen. Weil dann siehst du das aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und du kannst nicht von unten nach oben schauen und du kannst es dann nicht erklären. Das ist es. Also lass dich einfach überraschen. Da habe ich ja Angst davor. Du. Ja, du bist der Angsthase. Darum bist du Dammzude. Ja, sag ich doch. Das wollte ich mal fragen, ob das jemand einer gemacht hat, dass er sich gleich nochmal anschaut. Das ist alles möglich. Es ist immer wieder, wenn es richtig geil war. Es ist, was dir immer wieder ist, es ist wie mit Schauspieler. Wenn du die Personen magst und du nimmst jetzt wirklich einen Schauspieler, und es ist ja so oft, dass einer auf eine gewisse Rolle, auf einen Charakter festgelegt ist und dann ist immer wieder, wo dann einer sagt, ich will auch immer einen Bösen spielen, verdammt, ich muss immer den Jugendlichen lieber, ich will immer einen Bösen spielen. Und ich mache da immer gerne das schöne Beispiel mit dem, Christopher Lambert. Ja, genau. Ja. Das mit Gideon. Ja, genau. Mit Gideon, der ist ja festgelegt gewesen auf dem Highlander. Und dann hat er, wenn so Videothekenrollen noch nebenher, mehr oder weniger, und der wollte dann unbedingt einmal, oder Datsun, ganz toll. Der Datsun ist ja berühmt von durch den Datsun. Hast du ihn schon mal gesehen? Greystocks Datsun? Leute, holt euch den Film. Das ist die beste Datsun-Verfilmung. Da ist er berühmt von. Christopher Lambert, das ist seine erste große Kinorolle gewesen. Und er spielt den Datsun, und das ist also eine Realverfilmung, jetzt nicht verkitscht mit Liane schwingen, sondern dieser Sohn von Adelsgeschlecht Englischen, der hier praktisch umkommt, die Eltern und ganz große Earl, der wo er dann hier, der wo es dann den Gorilla, wo er dann sagt, das ist mein Vater, wo er dann und dann will wieder zurück, wo er dann wieder zurück will. Super, super, sehr tief. Auf jeden Fall mit Gideon habt ihr euch auch angeschaut, oder? Ist ja nicht super. Diese Naivität, und das ist so ungefähr, wo der Udo euch immer vorspielt, den Narren, der nichts weiß, aber unheimlich weiß, wie er rüberkommt. So ist es. Trifft den Nagel immer auf den Kopf, muss da anschauen. Der wollte unbedingt einmal eine ganz andere Rolle spielen, weil er so festgelegt war. Und der ist zwar nicht bekannt, der Film, aber der ist dermaßen süß. Er spielt einen Zurückgebliebenen, der in einem Altenheim aufwächst. Und der ist jetzt wirklich, er plappert nur nach, er ist wie ein Kind in einem Erwachsenenkörper, und der lässt Weisheiten von sich und keine Angst in der Kneipe, wo er dann plötzlich eine Filmszene sagt, kommen welche rein, die hat eine Schlecherei, geht los, und dann stellt er sich, weil er das in einem Filmszene hat, stellt er sich dazwischen und lässt knallharte Sprüche los, und dann kriegen die alle Angst vor ihm. Und er weiß gar nicht, was er hat nur, er sieht, oh, ähnliche Szene wie in dem Film, und dann will er mitspielen. Ja, es ist immer wieder das Wiederholen, und das ist genau das, du musst dir alle Rollen spielen. Das heißt, mit dem Geist sagst du dann nicht, ich will dieses oder jenes. Das ist ja hier, ich wiederhole das so oft, weil das so passend ist, erinnert euch in Almena, wo ich sage, Überschrift einer großen deutschen, also einer Kleinstadt Tageszeitung, unser Jesus ist eine mittlere Katastrophe, aber unser Judas ist heuer Weltklasse. Oberammergauer Tageszeitung. Weißt du, jetzt trifft es auf den Punkt. Unser Jesus ist beschissen, aber unser Judas ist heuer Weltklasse. Oberammergauer Festspiele. Das ist immer, dass du zuerst wissen willst, von was für einer Ebene reden wir. Reden wir von den Charakteren der Rolle oder reden wir von der schauspielerischen Leistung der Schauspieler? Wir sind auf einer anderen Ebene, wo wir bewerten. Und das ist das, wenn Geist beweglich ist, ist er nicht fest, starr festgelegt. Und als Materialist bist du ein vollkommen geistloser Mechanismus. Und erst Hauch vom Bewusstsein, ich beobachte mich und alles, was ich erlebe, ich kann es momentan nur aus der Perspektive beobachten, meiner Persona, die ich zurzeit durchlebe. Diese Rolle, die ich anschaue, die ich spiele. Und jetzt ist es, dass ich natürlich nicht nur das sehe, die Perspektive sehe, wo ich sehe, sondern viel wichtiger ist mein Wertesystem. Ich muss mein Werte- und Urteilssystem beobachten, weil das ja automatisch meine eigenen Informationen verändert. Dass ich immer wieder sage, wenn ich eine Zeitung aufmache, was reagiere ich? Und was feststellen, jeder Charakter reagiert auf was anderes.
Wenn du jetzt hier eine normale Tageszeitung durchblätterst, da sind Anzeichen, die sind überhaupt nicht da, da huschst du drüber. Das ist bei mir, wenn ich Fußball oder so, das ist sowas von rudimentär, jetzt als Udo-Charakter, wo ich drüber blätter, wo andere total festkleben. Ich habe vielleicht einen Fokus wieder auf was, wo andere keinen Fokus nicht haben. Und dann wirst du feststellen, du klebst, wenn du wie beim Durchzappen, was dir vollkommen gleichgültig ist. Solltest du das überhaupt sehen, mach mal durchzappen, das taucht auf und ist weg. Und wo du Bäuschen machst, wo du innehältst, das ist das, was dich im Positiven interessiert und was richtig beschissen ist. Das heißt, wenn du eine Katastrophennachricht, ja, erhältst du genauso innen, wie wenn du was Positives hast. Richtig. Und das ist jetzt, da hältst du immer innen. Das ist immer was ausschlecht. Und was dir gleichgültig ist, wo ich dann zur Standard, wenn ich sage, was ist für dich Eishockey? Das ist ein Wort und du kannst jetzt reingehen und du weißt, was das ist, aber was, wann taucht es in deinem Alltagsbewusstsein auf? In dem, der sich das interessiert, der in seiner Welt das als Schwerpunkt hat, aus dieser Perspektive ist es wichtig. In der Definition. Insgesamt. Es ist nur unendlich facettenreich. Du kriegst eine große Demut gegenüber das Wort unendlich. Und das Schöne ist, im Chatdenken, wenn du höher gehst, vereinfacht sich das Leben. Das heißt, du musst dich nicht verlieren. Dass ich jetzt immer wieder sage, wenn ich das erzähle, muss dir eins klar sein, ich muss nicht wissen, wie ein Fernseher funktioniert, um Filme mir anschauen zu können. Ich mache das mit dem Chat oder Computer, aber mir muss klar sein, dass hier irgendwie in mir drin auch das, dieses unendlich bis ins kleine Detail zerdacht. Und wenn du jetzt bei Programmierer gehst, deine Vorstellung von Programmierer, wo du hast, ob die Ahnung haben, es gibt keinen, der wirklich allumfassende Ahnung hat, bis auf der dich das die denken lässt. Genau genommen stehst du in der Hierarchie eins drüber. Und dir muss jetzt eins klar sein, ich kann jetzt sagen, Mercedes, habe ich in allem nochmal gesagt, kann keine Autos bauen. Nicht, weil die blöd sind, sondern ein Auto ist schon ein Riesenkomplex. Mercedes macht kein Stahl. Das kauft das Stahl zu. Das macht nicht das Glas und das Plastik, wo die Lenkräder oder die Armaturenbretter gemacht sind. Es lässt ganz gezielt die Ingenieure, die sagen hier bei einer Firma, Spezialfirma für Plastik, wir wollen das und das, was können dann anbieten? Wir wollen Gläser, was können dann anbieten? Wir brauchen Reifen, was können dann anbieten? Und diese Spezialfirmen konzentrieren sich nur auf das und das und das. Du merkst, dass das schon wieder ein Riesenkomplex von detaillierten Expertentum ist, was dann nur von Mercedes verknüpft wird, die Grundkonstruktion machen. Und genauso baut menschliches Leben auf. Und sobald du ein Experte bist, bist du ein Fachidiot. Geh doch einmal in die Medizin. Meine Maus kommt heim, die ja die Arztbriefe schreibt und die schreibt seit 15 Jahren, schreibt die Arztbriefe und Operationsberichte und dann schreibt die schreibt für die Innere und für die Chirurgie. Und sie sagt auch, wenn sie hier irgendwas nicht richtig versteht und dann schreibt sie für die Chirurgie was und es kommt der Arzt von der Innere, der hat keine Ahnung und umgekehrt. Da haben die haben schon ein ganz spezielles Fachvokabular. Das Fachvokabular teilt sich hier schon auf, in der Neurologie wieder. Das heißt, dass du, sobald du dich spezialisierst, kriegst du schon wieder eigene Fachsprache. Das ist in allen Teilbereichen. Und jetzt ist an Universitäten ist es so, dass es ja nur, wenn du das einfach nur beobachtest, das geht auch schon ewig nicht mehr, um Wissen zu verbreiten. Diese Gutenberg-Geschichte wenn man nicht mehr. Jetzt um zuerst einmal eins klar zu machen. Die Doktorarbeit. Was eine Doktorarbeit ist, das beschreibe ich ganz perfekt in dem Selbstgespräch Requiem des Jahwe. Es ist, bei einer Doktorarbeit musst du deinen Prüfern beweisen, dass du den Stoff, wohlgemerkt den offiziellen Lehrstoff, das Fachgebiet, wo du dir vorgenommen hast, dass du dich da informiert hast. Und jetzt ist es ganz entscheidend, da die in dich nicht reinschauen können, musst du Doktorarbeit schreiben. Doktorarbeit schreiben heißt erst einmal, dass du aus offiziellen Quellen alles Mögliche über das Fachgebiet zusammenschreibst. Das heißt, du darfst, wenn du irgendwas schreibst und du gibst keine Fußnoten an, dann werden die dich fragen, warum sie das her und wenn du dir sagst, das habe ich mir selber ausgedacht, kriegst du keinen Doktor nicht, weil die wollen nicht, dass du selber denkst, sondern dass du denen beweist, dass du gut nachplappern kannst. Das ist so, ob das auch passt oder nicht. Und jetzt ist es, du darfst ja, das ist ja das, was beim Gutenberg hier jetzt und bei allen anderen Doktorarbeiten, du darfst prinzipiell alles abschreiben. Es geht ja nicht, das, wie nennt sich das so schön, steht in diesen Briefen immer drin, in diesen Gutachten, von den, wo sie jetzt die Doktorarbeiten prüfen, dass hier nachgewiesen wurde, dass es kein wissenschaftlich korrektes Arbeiten war. Wissenschaftlich korrektes Arbeiten besteht darin, dass du ganz einfach hier zitierst und nicht klaust. Okay, und jetzt ist es, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Ich zitiere, hör zu, ich zitiere, wenn ich das 1:1 angebe. Zum Beispiel, der Geruch geht zu lange, oder wir machen mal, wenn dir einer, nee, ich weiß was Schönes. Du Heuchler, zieh dir zuerst einmal den Balken aus den eigenen Augen, bevor du
den Splitter in den Augen der anderen kritisierst, Fußnote, Matthäus Evangelium, bla bla bla. Das ist in Ordnung. Weil du zitierst und du gibst an, wo du es her hast. Haben die überhaupt nichts dagegen. Wenn du natürlich das jetzt hinschreibst und das so verkaufen willst, dass das von dir ist, den Eindruck erwecken, dann machst du ein Plagiat und begehst du Sünde. Okay, wirst du abgestraft. Du kannst natürlich auch Folgendes machen, und das ist denen natürlich auch recht, dass du denen zeigst, dass du es verstanden hast, dass du zitierst, obwohl du nicht zitierst. Das heißt, ich schreibe jetzt zum Beispiel da rein, du Heuchler, nimm dir zuerst einmal die finstere Schweißerbrille vor deinem Gesicht weg, bevor du die leicht gedünnte Sonnenbrille vor den Augen anderen kritisierst. Dann muss ich nicht angeben, dass ich das aus dem Matthäus-Evangelium habe. Obwohl ich sie eigentlich doch geklaut habe. Wir können natürlich auch dann solche Sachen machen, wie, dass man umformen, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Wir schreiben die Espresso-Tasse, geht so lange zur Kaffeemaschine, bis er auseinanderbricht. Wir zitieren ja nicht, wir klauen ja nicht. Ne? Ob das jetzt dann doch nicht geklaut ist, letztendlich blabberst du genauso noch. Aber dann ist dem Prüfungsausschuss Genüge getan, du hast ein korrektes wissenschaftliches Arbeiten gemacht. Aber ich frage dich, was verändert sich denn an dem Wissen der Welt? Nichts. Du bleibst nach wie vor in einer Welt des Kaisers neuen Kleidern, du bleibst in einer Welt von Rindviechern, die glauben, dass sie sich auf einer Kugel befinden, die sich um die Sonne dreht, weil sie genauso geistlos nachplappern. Und jetzt verweise ich hier Ohrenbarungen, dieses schöne Aphorismus, wo ich habe, was sind meine Wahrheiten? Was sind meine Wahrheiten? Es sind die Wahrheiten meiner Lehrer und meiner Erzieher, die ich vollkommen geistlos nachplapper, ohne die jemals in Frage gestellt zu haben, so wie die ihren Lehrern und Erziehern alles nachgeplappert haben und die wiederum ihren Lehrern und Erziehern. Und das ist das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde oder von irgendwelchen Wassern in der Erde. So übersetzt es Luther. Und es geht dann noch weiter. Wenn du das nämlich magst, dann hier wurde Unzucht im Fleische betrieben. Eine Unzucht im Fleisch. Bäsche ist die Botschaft. Eine falsche Erziehung in der göttlichen Botschaft. Und es schleift sich bis in die dritte und die vierte Generation durch. Und das ist genau das, was du hast. Jetzt denken wir uns einen Max Planck aus. Ich will ja korrekt sein. In dem normalen offiziellen Wissen ein Zitat von Max Planck. Es ist natürlich den Max Planck, den ich mir jetzt ausdenke. Der muss zwangsläufig das gedacht oder gesagt haben, was ich mir jetzt denke. Also es ist doch von mir. Das ist Bewusstsein. Jetzt, wenn ich das aber sage, ist ja natürlich, dass ich der Normale, das normale Rezitierchen kommt sich unheimlich doll vor, wenn es sagt, und Einstein hat gesagt, und Platon hat gesagt, und Jesus hat gesagt, und Max Planck hat gesagt. Er merkt gar nicht, dass in dem Prahlen von zitierten Wissen ja eigentlich seine eigene Geistlosigkeit offenbart. Ich sag dir jetzt, ich denke mir jetzt ganz bewusst an Max Planck aus und ich denke mir, dass der das und jenes gesagt hat. Weil ich mir das jetzt denke, dass der das gesagt hat. Hey, ich bin's. Größenwahn oder Bewusstsein? Okay? Auf jeden Fall, dieser Max Planck hat gesagt, angeblich, so denken wir uns, dann hat er so gesagt, um vollkommen neues Wissen in einer Wissenschaft zu etablieren, sind mindestens zwei Generationen nötig. Zuerst müssen alle zurzeit etablierten Professoren wegsterben und sterben und dann ihre Musterschüler, die ihren Professoren noch an den Lippen hängen. Und dann ist vielleicht frei, dass was Neues wieder kommt. Und das trifft es auf den Punkt. Des Kaisers neue Kleider. Und das wird natürlich diesen Wissenschaftlern nicht schmecken. Und jetzt kommen wir zurück. Der große Aufstand in der Gutenberg-Affäre. Ich meine rein die Symbolik. Wir gehen jetzt einmal etwas tiefer. Weil es geht jetzt nicht um diese Person. Diese Figur muss eine Rolle spielen. Und das ist der Zugzwang. Ganz einfach in allen. Die wollen mit aller die Gier nach Macht und wollen besser sein. Diese Tausende und Abertausende von Doktortitel, die gekauft werden, die Titelhändler, weil jeder sich schmücken will mit irgendeinem Titel und natürlich den möglichst schnell, wie soll ich selber was tun? Kann ich mir ja kaufen, mit Geld kann man ja fast alles kaufen. Aber was dann die den Aufschrei gemacht haben, am Anfang wurde ja das runtergespielt. Und ich habe gesagt, wir müssten bloß jetzt in dieser Situation, vor allem voran die Schwarzen, wie die in Gutenberg, die haben einen Shootingstar und jetzt kommt da diese Sache dazwischen, wie die das alles niedergeredet haben. Ich sage, dieselbe Situation, wenn das jetzt ein roter Politiker gewesen wäre, hätte keine mehr in der Luft zerrissen wie die Schwarzen. Weißt du, das ist, es geht nicht. Ich klag jetzt weder die noch die an, die ich mir ausdenke. Ich spiele dir Geschichten ein, einen Führerscheinprüfungsbogen ein, wo du, beobachtender Geist, die Fehler zu erkennen hast. Verstehst du? Um das geht es. Ist es dir aufgefallen? Hast du das jemals? Hast du dir so Gedanken gemacht, was könnte mir das alles sagen? Oder bist du nur dafür oder dagegen?
Das ist es. Immer freisprechen. Ein Gutenberg, den wir uns jetzt denken, die Märchenfiguren sind alle frei zu sprechen. Aber jetzt machen wir mal einen anderen Schwenk. Jetzt gehen wir weg von der Politik und jetzt gehen wir, dass jetzt ja hier viel schlimmer war, dass die Politik ja schon fast zurückgezogen sich hat und jetzt kommen die Professoren plötzlich, dass das ja nicht geht und da wird ja die ganze wissenschaftliche Arbeit hier lächerlich gemacht und die waren die treibende Kraft, nicht mehr die Politik, wenn du das verfolgt hast. Dieses wissenschaftlich korrekte Arbeiten. Was hier das große Problem ist, dass es hier nur um Macht geht. Immer nur um Macht. Um ihre Macht. Die Macht der Professoren, um wissenschaftliches Arbeiten, dass letztendlich hier das so unendlich lächerlich ist, weil, wie gesagt, das ein permanentes Geschwätz vom Machterhalt ist. Und was Geist wäre, wenn die selber erkennen würden, was des Kaisers neue Kleider sind. Das menschliche Wachstum. Und jetzt kommen wir, die ganze Geschichte, die ihr in euren Schwamm habt, diese chronologische Zeitgeschichte, ist eine einzige Parabel in Medizin, in Wissenschaft, von Wissenschaftsverhinderung. Ich betone, wenn ihr die ganze, ihr könnt ja jetzt in eure geistige Archive reingehen, ins Internet, einfach Zeit, ist immer jetzt. Es ist alles gleichzeitig. Verstehst du? Du kannst mit deinem Programm Bilder öffnen. Dann wirst du zuerst einmal feststellen, dass alle elementare Entdeckungen der Menschheitsgeschichte, alle, die wirklich revolutionär waren, immer entweder durch Zufall von Forschern, durch Zufall oder meistens sogar von komplett fachlichen Außenseitern durch Zufall entdeckt wurden. Es ist ein Zufallsprodukt oder von Außenseitern durch Zufall. Und allen voran die Medizingeschichte. Und das, was diese offiziellen Professoren machen mit ihrer Wissenschaftlichkeit, und da gibt es nichts dran zu rütteln, haben permanent fast bei allen neuen Entdeckungen diese Entdeckungen zu verhindern versucht, weil es immer gegen einen Strich gegangen ist. Ohne Ausnahme. Das Fleming ist, ob das Semmelweis ist, Kindbettfieber, was ich jetzt immer gerne nehme, weil das ganz ein, da gibt es schöne Kinofilme, wo man anschauen kann, kann man aktivieren, wo das noch in Geschichten gepackt ist. Kneipp, der schöne Film mit dem Hörbinger, mit dem Pfarrer Kneipp. Und da gibt es eine Unzahl, dass wirklich alle Entdeckungen immer verhindert werden wollen, genau diese Hochschulprofessoren, weil die nämlich, man gräbt ja ihnen die Autorität ab. Und das muss man auch wieder lernen. Und jetzt betone ich, ich werfe diesen Hochschulprofessoren, die wir uns jetzt ausdenken, nichts vor, weil die ja so sein müssen, wie wir uns die denken. Wir ist jetzt schon Geist. Die sind in dem Traum da, dass dir das auffällt. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und jetzt nochmal, du hast die nicht zu bekämpfen, nicht umzuerziehen, nicht zu verändern, tief hingucken. Du hast diesen Charakter zu durchschauen, dein Kreuzchen zu setzen, dann ist Frieden und dann kann er da was Neues einspielen. Das ist ein ganz intimer Akt. Und umso mehr du das magst, umso aufregender wird dein Leben. Und immer wieder, du musst dabei an der Person, an der Rolle, die du zurzeit spielst, nichts verändern. Ob du jetzt Hausfrau bist oder hier zur Telekom rennst, zu den Vorstandssitzungen oder Lehrer oder egal was, oder Rentner bist. Du spielst deine Rolle, weil das ist ja das Erste, was du zu durchschauen hast, diese Mechanismen. Und dir fällt dann überhaupt nicht schwer, wenn du irgendwann einmal sagst, jetzt ist es genug. Und ich sage immer wieder, es ist ein Unterschied, ob ich was hinschmeiße, weil es mich ankotzt, oder ob ich einfach sage, das bin ich nicht mehr. Verstehst du? Oder ich war zwangsenteignet. Das sind lauter solche Sachen. Das ist was, ich schaue und diese Position, dieses Bewusstsein, das gilt es zu erreichen, das sollte das Ziel sein. Und jetzt, wenn du genau aufgepasst hast, wirst du feststellen als Bewusstsein, ich rede hier überhaupt nicht von intellektuellem Wissen, sondern es erfordert wieder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, du musst jetzt einfach das neugierige Kind werden. Ein Kind, das einfach nur neugierig ist auf das, was es ist und das, was es denkt, mit der Frage, warum denke ich das, was ich denke, warum taucht es in mir auf? Was soll das mir sagen? Und da ist ja noch kein Wissen. Und jetzt ist es ein Kind, das neugierig ist, das Freude hat am Erforschen von sich selber, seines eigenen Mechanismus, seines eigenen Menschseins, dass das überhaupt jetzt sich was merken will. Weißt du, das ist irre. Ich nehme mal gerne das Beispiel, dass ich sage, wir denken uns jetzt an Park, da sitzt der Schachbrett, Tisch und zwei ältere Herren spielen Schach und es steht der Junge dabei. Und der beobachtet die. Stundenlang. Es wird kein Wort gesprochen. Und er will nur rauskriegen, warum machen die das jetzt? Und wenn du lange genug zuschaust, oder du schaust welche zu, wenn die Skat spielen, ohne dass gesprochen wird, also von dir her, du fragst nichts, du beobachtest nur, was da alles abgeht, dann wirst du, ohne dass dir einer die Spielregeln erklärt, wenn du wach bist, wirst du irgendwann nochmal die Spielregeln rauskriegen, was die machen. Und dann wirst du Freude empfinden. Du wirst erstmalig richtig Freude empfinden, weil du selber was gefunden hast. Und jetzt ist es, wenn du jetzt weißt, wie Schachspielen geht, ist nicht eine Sekunde, das darf ich nicht vergessen. Wenn die mich abfragen an der Prüfung, da ist keiner, der dich abfragt. Du willst dir nur noch mal das merken.
Das ist irre, das ist ein Lernen mit Freude, ohne eine Angst. Diese Prüfungsängste, die wir haben, weil dich fragt keiner ab. Weil wenn du es verstanden hast, ich sehe ja, dass du es verstanden hast und das war das Ziel des Ganzen. Und du hast dann nicht das Bedürfnis, dir das zu merken. In dem Moment, wo du es durchschaut hast, ist es langweilig und du wendest dich dem nächsten Objekt zu, wo du nicht hast. Und was auch interessant ist, da ja eher das in dir drin ist. Solltest du das jemals wieder brauchen, du kannst nichts vergessen. Das kann in den Hintergrund reden. Du kannst es in kürzester Zeit wieder freischalten, wenn es wichtig ist. Das ist dann diese Träne, die auf dem Hochhaus, kannst du Hubschrauber fliegen. Kleinen Moment, ich muss mir das Programm laden lassen. Das kriegst du aber erst geladen, wenn du einmal durch Hubschrauber in einen früheren, wenn du es wirklich einmal das Buch gelesen hast. Das heißt, du kannst nur wirklich laden, was du einmal, einen Roman, den du gelesen hast, wo ich in Behmann gerade sage, das sind viele, wenn das ist, der wird vollkommen neu, wenn du den liest. Das irre ist, weil das Buch sich auch verändert. Das ist dieses Phänomen, wo ich bei Filmen habe und jeder, der Holofeeling macht, wo ich Leute, was jetzt gar nicht erst wieder, die sagen, ich habe das so oft gemacht und jetzt habe ich wieder mal, ich bin du rausgezogen und das habe ich bestimmt schon 3-4 Mal gelesen und jetzt habe ich wieder reingeschaut, oder ich würde schwören, da stehen Sachen drin, die waren vorher nicht drin gestanden. Die waren schon immer drin gestanden, es ist dein Bewusstsein wächst und du plötzlich taucht mehr auf. Du gehst schon wieder davon aus, dass da außerhalb von dir das Buch steht, das sich nicht verändert. Nein, die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, die verändert sich mit deinem Wissen, zwangsläufig verändert sich das Buch, weil das Buch zu dir sagt, ich bin du. Du veränderst dich. Das sind Sachen, da sagen viele, da sind Geschichten drin, da würde ich schwören, das war nicht drin, ich habe schon 3-4 Mal gelesen. Es ist dein, du bist das Buch, ich bin du. Du unterhältst dich jetzt mit dir selber, mit einem höheren Bewusstsein. Und jetzt ist es, dass immer wieder die Zukunft macht die Vergangenheit und nicht die Vergangenheit der Zukunft. Alles, was jetzt ist, steht hierarchisch vor dem, was du dir in die Vergangenheit und in die Zukunft denkst. Und das ist immer, wenn dein Wissen jetzt so weit ist, weil du nachklappert bist, dass du sagst, wir befinden uns jetzt auf einer Scheibe, wo sich die Sterne rumdrehen, dann denkst du dir das in die Vergangenheit, dass das schon immer so war. Und wenn dir jetzt einer plötzlich erklärt, auf irgendwelche Art und Weise leuchtet dir das ein, dass es eine Kugel ist, wobei mir das überhaupt nicht einleuchten soll, wieso jetzt das eine Scheibe sein soll, Kugel. Ich brauche ein komplettes Erklärungsmodell, wo ich mich darauf einlasse, weil es ändert ja nichts an dem, was jetzt ist. Oberflächlich betrachtet kann ich mir jetzt einreden, ich bin auf einer Scheibe oder auf einer Kugel. Ich kann das nicht einmal überprüfen, weil ich keine Sterne jetzt sehe. Die muss ich mir alles ausdenken, die kann man aber erst ausdenken, mit dem Programm kann ich die Bilder machen. Verstehst du, was ich meine? Ein Mensch, der das Programm nicht hat, ein Programm, blau geschriebener Mensch, der kann diese Vorstellungen in seinem Kopf gar nicht wachrufen. Jetzt ist natürlich, dass ich mir diese Menschen, die ich mir denke, denke ich mir alles so, dass die das Programm drin haben. Also haben die einen Einfluss darauf, dass es anders war. Okay, jetzt machen wir nochmal einen Sprung. Wir denken uns jetzt, wir sind in einer Matrix, wie ich es dir gerade erklärt habe. Oberflächlich betrachtet ändert das auch nichts. Aber es ändert extrem die Möglichkeiten der Zukunft. Weil wenn ich nämlich ein Säugetier von einer Kugel oder von einer Scheibe bin, dann steht in meiner Zukunft, die ich mir ausrechne, egal wie es ist, der Tod. Bin ich in der Matrix, steht es wach an der anderen Seite. Und das ist die Freiheit, die du hast. Und da wiederhole ich nochmal ganz klipp und klar von den Ohrenbohrungen. Du hast die Freiheit, deinen Glauben zu verändern. Du hast zur Zeit von mir einen extrem fehlerhaften Glauben bekommen. Der große Haufen, wo wir gerade gesagt haben. Und da kannst du dran bauen, du kannst den vervollkommnen. Wenn dann nicht zu mir sagen, warum hast du mir dann so ein fehlerhaftes Wissen gegeben? Und ich sage, weil ich dich lieb habe, mein Sohn. Du kriegst von mir Bausteine und jetzt kannst du schöpferisch werden wie dein Vater, dass du was zu tun hast, zum Spielen hast. Das ist das Entscheidende. Das ist das Spiel, das spielst du nur mit dir selber. Ich kriege immer wieder, wenn jetzt eine hier so Manedonis, der hier Leben lang Berg und alles Mögliche, und der sagt, Udo, das ist sowas irre, die letzten Monate, wenn du mir nur vor 2 Jahren gesagt hättest, dass ich morgens nicht schnell genug aus dem Bett rauskomme und ich sitze auf 12 Stunden und studiere seit Monaten bloß Hebräisch-Wörterbücher. Nicht einmal die Bibel, Wörter, nur Wörterbücher. Und das ist so spannend, wenn du das begriffen hast, dort diese Verknüpfungen zu sehen. Und du kannst eben nicht von unten nach oben schauen. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass das 1000 Mal schön ist. Ich will gar nicht mal spazieren gehen. Weil da viel mehr drin ist, das kann mir die Bilder, diese oberflächlichen Bilder, so echt, die sind gar nicht geben. Aber du brauchst die Reife dazu. Weißt du, das Einweg, da gibt es unendlich viele Facetten. Und das ist jetzt, nochmal, du hast von mir die Freiheit bekommen, deinen Glauben zu verändern. Was ich als Udo niemals machen werde, dass ich dir vorschreibe, was du glauben sollst.
Du hast unendlich viele Möglichkeiten, interessiere dich. In dich ist so viel drin, du musst dich nur interessieren. Für alles Mögliche. Für Marx, für Philosophie, für Buddhismus, für Taoismus, für Physik, für Chemie. Dann nochmal die ganzen Untersysteme für Medizin. Und du wirst merken, all das baut mit diesem Schema auf. Gehen wir in die Medizin, der ganze menschliche Körper, denk an unsere 30 Selbstgespräche, das 31. fällt noch, der Kopf, der Schädel, der Knochen, wir können die Neurologie wollen, wenn ich dir Bücher gebe über Gehirnforschung oder dann DNS-Forschung, du immer dieselben und du kannst jedes Wort, die ganzen Fachbegriffe über dieses System, Deutsch, Hebräisch, andere Sprachen iterieren, entfaltet jedes Wort nochmal eine eigene Geschichte, die Erklärung, jedes Wort recht in sich selber, wenn du diesen Code kennst, in sich selber die Erklärung. Ja. Es ist jedes einzelne Wort in Einsprachen selbst erklären. Das ist das Wunder. Und das kannst du überprüfen. Das kannst du überprüfen. Musst du nicht, du kannst dich ja so auch an der Welt freuen. Ich sage, das musst du mal deinen Charakter leben. Weil wenn eine meinen, ich muss das lernen, so hast du schon gar nichts verstanden. Entweder macht es dir Spaß, dann mach es. Oder mach das, das ist, hängt von der Reifestufe ab. Das ist also hier, wo man dann mitkriegt, dass dieses nicht vorschreiben wollen. Was du glauben sollst, suchst dir doch raus, such mal in dir, was du bist, such in dir, was du wirklich bist und sei das. Und dann wirst du zuerst einmal feststellen, du bist kein sterbliches Säugetier. Ich bin das, was immer da ist. Ich bin immer dasselbe Ich, egal welche Form ich anschaue von mir. Information. Und die verändert sich. Und jetzt ist es das jedes Mal, wenn ich was umforme. Klaus, Andreas, Klaus, ist jedes Mal neu. Wenn ich die Glasplatte anschaue, ist es nicht immer dieselbe Fensterscheibe. Ich könnte jetzt als raumzeitliche Erklärung bringen, da hängen zumindest, wenn ich eine Minute nicht hinschaut, haben hängen ein paar tausend Staubartikel mehr drauf. Was die Mikrobereich hast du ständig eine ewige Veränderung. Und dein Glas ist ja eh nicht konsistent. Die Konsistenz ist ja mehr so flüssig. Es ist ja Flüssigkeit. Das ist ja Flüssigkeit, habe ich ja auch schon mal erklärt in einem Selbstgespräch. Das Glas ist eine Flüssigkeit. Es ist jetzt eine Flüssigkeit. Das ist der Unterschied zu Wasser. Wasser kennt diese drei Punkte. Oder auch Öl, Olivenöl. Stell Olivenöl in den Kühlschrank rein, dann kristallisiert es. Weil wie Wasser sind natürlich die, ich sage mal, die Verhärtungspunkte, die Gefrierpunkte und die Schmelz- und die Verdampfungspunkte sind anders. Jetzt ist natürlich all das in ein System, das ist Wissen. Es gibt nichts, was du in Erscheinung treten lässt, wenn du kein Wissen hast. Das ist ja immer wieder, dass ich jetzt glaube, dass wenn Wasser verdampft, wir haben eine Grundgedankenwelle und wenn du jetzt reingehst, das sind die Oberwellen, wo ich schon mal gesagt habe. Das ist übrigens auch in der Musik so, will ich jetzt nicht wiederholen, habe ich schon mal erklärt, mit der Flöte und mit der Violine und Klavieranschlag, die Grundwelle 400 Hertz klingt immer gleich. Kannst du dich erinnern? Ne? Und die Oberwellen machen den Charakter und du hast es zum Beispiel auch, wenn jetzt bei dir klingelt das Telefon und du gehst hin und dann ist jetzt das erste Mal, da sagt meinetwegen einer, hallo, ich bin's. Und dann wirst du sofort sagen, oh, servus, sowieso. Interessant ist, dass jetzt die allererste Grundwelle, ich nenne es einfach mal, ist der typische Telefonhörerklang. Es ist eindeutig, du hörst einen Telefonhörer. Das kriegst du aber nicht mit, weil du ja die Ebenen, wenn du einen Punkt anschaust auf einem Blatt, siehst du, wenn du eine Zeitung siehst, siehst du nicht mehr, wenn du einen Bericht in der Zeitung liest, siehst du die Zeitung nicht mehr und schon gar nicht den Tisch, wo die Zeitung drauf liegt, weil du da ja schon so rein bist und durch die Worte dann in dir wieder was entfaltest. Du musst in die andere Richtung gehen. Also das Erste, voll bewusst, was ist jetzt real da, ist immer das Erste. Eich dich ins Jetzt ein, indem du zuerst einmal schaust, was momentan deine Realität ist, das heißt deine sinnliche Wahrnehmung, dann hörst du einen Telefonhörerklang. Dieser Telefonhörer gibt jetzt Oberwellen wieder, das ist dieses Hallo, ich bin's. Das registrierst du auch nicht, weil das Hallo, ich bin's lässt dich sofort an den Heinz, an die Nadja, an den Klaus, an den Udo denken. Das heißt, dass dieses Hallo, ich bin's wieder eine Welle ist, wo wieder Oberwellen drauf sitzen, der Klangcharakter. Und dies, ab der Ebene magst du jetzt schon ein Bild. Und da ist kein Hauch mehr, da bist du schon so reingezupft, weil wenn Bilder kommen, bist du schon sehr konzentriert. Stimmt oder das stimmt? Und wenn du dich beobachtest, dieses Ding in dir, das ist Bewusstsein. Das will nichts wissen, das ist kein Wissen. Das schaut nur, was jetzt da ist und wie alles auf alles in dir reagiert. Und du bleibst immer dasselbe Ich. Und du wirst merken, dass jede Veränderung deiner Information immer jetzt passiert. Und was ich jetzt nacheinander mache, und jetzt nehmen wir nochmal, wir machen die Zeile. Und da machen wir jetzt eins, zwei, oder wir gehen hier durchs Zimmer. Ich könnte sagen, machen wir mal die Augen zu und gehen Gedanken durch das Zimmer. Dann raste, je nachdem, mein Kühlschrank, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Dann hast du jedes Wort, wenn ich sage. Wenn ich jetzt so, machen wir die Augen zu. Jetzt denke mal, du bist bei dir daheim in der Küche. Jetzt geh ins Badezimmer, vom Badezimmer ins Wohnzimmer, dann ins Schlafzimmer. Jetzt kannst du die Augen aufmachen. Worte, jedes Wort löst in dir ein anderes Bild aus. Und jetzt pass auf, das, was ich dir jetzt erzählt habe, haben wir von einer Zeile abgelesen. Geh dahin, 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 dahin. Die Zeile wäre jetzt deine Wohnung.
durch das Reinfokussieren hast du den Eindruck, dass die nacheinander kommen. Wenn du die Zeile anschaust, an die Zeile denkst, an die Wohnung denkst, gibt es kein Nacheinander mehr. Jetzt ist deine Wohnung oder dein Haus ist jetzt in einem Ort und da kann ich mir jetzt die Straßen denken. Das ist die Seite. Verstehst du? Wenn ich die Seite anschaue, ist wie wenn ich jetzt sage, ich denke an Ellingen. Und durch das Rein, durch das Vergessen entsteht zwangsläufig auch das Gefühl von Zeit in dir. Wenn du aber mit einem höheren Bewusstsein wieder die drüberliegende Ebene siehst, ist die Zeit weg. Diese Erklärungen gibt es überhaupt nicht in deiner Welt bisher. Das weiß keiner deiner Professoren. Und wieso wissen die das nicht? Weil die nichts wissen können, was du nicht denkst, dass sie wissen. Verstehst du? Erst jemand, den du dir ausdenkst und du denkst dir, dass der das weiß, kann das wissen. Und die Falle ist, dass du dir welche ausdenkst, wo du meinst, die wissen unheimlich viel. Aber die, die du dir jetzt ausdenkst, die unheimlich viel wissen, wissen doch bloß deshalb so viel, weil du dir denkst, dass die so viel wissen und du dich fälschlicherweise permanent vorwurfst, ich habe keine Ahnung, ich weiß ja nichts, ich weiß ja nichts. Das ist eine total falsche Art von Demut. Es ist nicht dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist, dass ich weiß, dass ich alles bestimme, aber dass ich noch nicht weiß, dass ich der bin, ich erahne jetzt, dass ich der Bestimmer bin, dass ich ein Werkzeug bin von einer höheren Ebene. Ich komme ganz kurz zurück zu den Karma. Wir sind abgeglitten. Karma heißt Tun, Handeln. Das Karma überwinden heißt nicht, dass du dein Tun, dein Handeln, dein Denken, dein Sein, Esse aufhören musst, sondern es heißt schlichtweg und einfach, du trittst eine Stelle, weil wenn du nicht mehr denkst, bist du nicht mehr. Darum wollen ja die Buddhisten ihr Karma überwinden und dort das Karma, das Denken und das Handeln ist, dann kommen sie in die Ruhe, in die Stille. Das heißt definitiv, die wollen im materialistischen Sinn tot sein. Der Buddhist strebt das an, was der Materialist zu vermeiden versucht. Ich sage am Ende, Materialismus, Buddhismus ist gespiegelt. Die einen wollen es, die anderen wollen es nicht. Die einen wollen nicht weg sein, und die anderen wollen weg sein. Und die Christen, die richtigen Christen, die wollen Weg sein. Wahrlich, ich bin der Weg. Alles ist in mir. Okay? Was jetzt hier das Entscheidende ist mit diesem Tod, mit diesem Weg sein, dass du hier in dem ganzen Denken, in dem Karma, es ist doch das Leben erleben können, Geist kann das nur, wenn er träumt. Okay? Das heißt, er muss in sich Informationen schaffen, Unterschiede schaffen. Er bleibt aber trotzdem das Gefäß. Das heißt, dass du das Karma überwinden wäre ein absoluter Blödsinn, weil dann würdest du schlafen, ohne zu träumen, dann wärst du weg, tot. Also darf man das Karma nicht überwinden, sondern wir gehen einfach einen anderen Schritt. Wir machen den Zuschauer. Das heißt, wie ein Pinsel, der sagt, jetzt kommt die verborgene Harmonie der Dinge. Alles, was sich widerspricht. Ich weiß, dass ich das Bild male. Ich weiß, dass ich das träume. Ich bin aber nicht der, der bestimmt, was ich träume. In dem Moment habe ich das Karma überwunden. Ich bin immer noch der Einfallspinsel, der träumende Geist, aber ich behaupte nicht mehr, dass ich der bin, der bestimmt, was ich denke. Okay? Und ich schaue jetzt ganz einfach nur noch. Das, was schaut, hat das Karma überwunden, was hier mit mir, mit dem, was ich mir jetzt schon ausdenke, als was hier er mit mir malt für mich, dass ich mich nicht zu Tode langweile. Das ist Karma überwinden. Karma überwinden heißt eigentlich, die Welt weiterlaufen zu lassen, wie bisher, bloß zu wissen, dass ich der Beobachter von dem bin und nicht selber der Denker bin. Und es denkt in mir. Der Bewusstsein, das weiß, es denkt in mir, ist ja nicht mehr derselbe der Denker. Und der selber glaubt zu denken, selbst blau geschrieben, der ist noch im Karma. Und der diesen Deppen beobachtet, der hat das Karma überwunden, obwohl sich an dem Karma deswegen ja nichts verändert. Es ist nur die Ebene des Bewusstseins, ist eine Stufe höher. Ich habe eine Frage. Du hast die Wahrnehmungsebene oder die Erscheinungsebene und dahinter verschiedene, in der Hierarchie des Lebens, verschiedene, sagen wir mal, wie soll ich sagen,